Hallo Freunde! In der Staffel Privatvermögen geht es so richtig ins Eingemachte. Es ist mit Sicherheit sehr unterschiedlich von der Betrachtung her, was ein Vermögen ist. Aber in mehr als 30 Jahren Umgangserfahrung mit den privaten Geldbeständen unserer Mandanten kann ich Ihnen eins versichern, egal ob jemand 1000 Euro als Vermögen ansieht oder 100.000 Euro oder 1 Million als Vermögen ansieht, wenn dieses Geld weg ist, ohne dass man einen Gegenwert dafür bekommen hat, es tut allen Beteiligten weh. Und damit kommen wir zu einem sehr ernsten Thema. Und ich habe lange überlegt, was wir als Nummer 1 in der Staffel nehmen. Und bevor wir jetzt mal auf diese Thematik etwas genauer eingehen, schauen wir doch einfach mal, was Kamerad Gockel zu diesem Thema zu sagen hat. Wenn Sie in dieser Materie etwas recherchieren, dann werden Sie auf Hunderte, wenn nicht gar Tausende Praxisfälle stoßen. Aber wenn Sie aufmerksam hinschauen, bekommen Sie mit, dass immer wieder Rechtsanwälte auftauchen. Das heißt, muss man mal klar und deutlich zu formulieren: Dem schlechten Geld, also dem verlorenen Geld, was man eingebüßt hat, wird dann von vielen dieser Menschen auch noch gutes Geld hinterhergeworfen, indem Rechtsanwälte engagiert werden, die manchmal den Glauben erwecken, sie könnten das Geld wieder beschaffen, aber im Endeffekt Kosten generieren und am Ende ist das Geld immer noch weg. Klüger und intelligenter wäre es, so sehen wir das zumindest, wenn man, bevor das Kind in den Brunnen fällt, vielleicht mal ein Schutzgitter über die Öffnung legt. Wir möchten an dieser Stelle das mal an praktischem Beispiel etwas näher erläutern. Aus der Vergangenheit, in den 90er Jahren, war der Dreiländerfonds ein solches typisches Thema. Und ja, tippen Sie es einfach mal bei Kamerad Google ein und lassen Sie sich überraschen. Warum ein Beispiel aus den 90er Jahren? Man kann es ganz simpel und einfach formulieren: Das waren die fetten Jahre des Raubtierkapitalismus, der liberalen Verkaufspraktiken. Jeder konnte plappern, was er wollte. Die Werbung lief auf Hochtouren. Kontrollen staatlicherseits wurden lasch durchgeführt. Da sind so einige Sachen passiert. Und Millionen Menschen in Deutschland haben das mit ihrem guten Geld bezahlt. Wobei zu einem Betrug immer auch zwei gehören. Der eine, der betrügt, und der andere, der sich betrügen lässt. Also Gier schlägt Hirn, werden Sie in einem anderen Video ebenfalls nochmal ein bisschen ausführlicher erläutert bekommen. Innerhalb dieser Staffel. Fakt ist aber eins: Es ist interessant, wenn man mal sich ein bisschen damit beschäftigt, dass die Mechanismen, die stattfinden, immer die gleichen sind. Das Besondere am Dreiländerfonds allerdings war, dass sich hier zwei große Strukturvertriebe so richtig schön geprügelt haben, im Kampf um die Spitze der Umsatzzahlen in Deutschland. Ja, und dann passieren eben Dinge, die 10, 15, 20 Jahre später noch ein bisschen ausgeschlachtet werden. Ja, wenn Sie aufs Knöpfchen drücken, können Sie ein bisschen mal in der Historie dieser Mechanismen sich ein Bild machen. Ich selbst habe damals einige Fälle bei mir auf dem Tisch gehabt, wo Betroffene mich im Nachhinein um Rat gefragt haben, wie man damit umgehen sollte. Und so wie bei den meisten, die ja am grauen Kapitalmarkt auch übrigens ein schönes Stichwort, um mal in der Materie zu googeln, grauer Kapitalmarkt. Ja, googeln Sie es einfach mal. Fakt ist eins: Warum die Geschädigten in seltensten Fällen zu ihrem Geld wiedergekommen sind, obwohl sie sich betrogen gefühlt haben, war einfach die Tatsache, dass die ihnen übergebenen Prospekte nach bestem Wissen und Gewissen und auf juristischer Grundlage zu der damaligen Zeit korrekt erstellt worden sind. Und wenn man im Kleingedruckten, das war damals meine Arbeit, den Menschen dann zu zeigen, wo in den entsprechenden Unterlagen, was sie unterschrieben hatten, mit Widerrufsbelehrung und allem, was dazugehört. Es stand eben halt drinne, dass ein Totalverlust möglich ist. Dass dies in den geführten Verkaufsgesprächen nicht die Rolle gespielt hat, ist ein ganz anderes Thema. Sie werden also, wenn Sie jetzt an dieser Stelle den Fortgang dieser Geschichte sich mal anschauen, mit Sicherheit ahnen können, worauf ich im letzten Teil dieses Videos nochmal kurz eingehen werde.
Viele, viele dieser Schadensfälle wären also nicht entstanden, wenn die Menschen die Dokumente, die ihnen übergeben wurden, als Vertragsdokumente auch von Anfang bis Ende gelesen hätten. Der zweite mögliche Weg der Schadensverhinderung, also der Verhinderung des Totalverlustes, wäre gewesen, Dinge, wo man sich unsicher fühlt, die man nicht versteht oder wo man die Texte auch gar nicht lesen kann oder will, einfach prinzipiell solche Produkte nicht abzuschließen. Auch damit wäre Schaden verhindert worden. Aber der allergrößte Fehler, der heute wie damals immer wieder gemacht wird, ist, man hört auf das Geplapper der Verkäufer oder der interessierten Seiten, die involviert sind. Wir wollen nicht vergessen, dass gerade in den 90ern auch viele, zum Beispiel Notare, sich an bestimmten Immobiliengeschäften beteiligt haben und dann auch die Hand hinter dem Rücken aufgehalten haben. So ist es ja nun nicht. Da sind, wie gesagt, viele Akteure am Wirbeln, wenn es ums große Geld geht. Fakt ist eins, wenn Sie schon nicht verhindern können, dass das Produkt oder wollen, dass das Produkt Ihnen im Endeffekt Probleme bereitet, dann sollten Sie, falls Sie den Plan haben sollten, den Vermittler in Haftung zu nehmen, ja, wegen Falschberatung, was ja dann auch immer das große Geschrei im Nachhinein ist. Dann sollten Sie aber darauf achten, dass Sie eine entsprechende protokollierte, nachvollziehbaren, einen protokollierten, nachvollziehbaren Ablauf zu den stattgefundenen Verkaufsgesprächen nachweisen können. Am besten noch unterschrieben von dem entsprechenden Vermittler. Dann haben Sie gute Chancen vor Gericht. Allerdings, nützt Ihnen auch dann ein Urteil nichts zu Ihren Gunsten, wenn derjenige in Konkurs geht. Sie werden in dieser Staffel mit Begriffen wie Vermögensschadenshaftpflichtschutz konfrontiert werden. Sie werden Protokollschutz, eine entsprechende Videoausführung bekommen. Also die Dinge, die wirklich wichtig sind, die man selber aktiv, bevor das Kind in den Brunnen fällt, was man selber aktiv machen kann, diese Dinge, denen widmen wir uns in dieser Serie. Und die frohe Botschaft, bevor Sie die nächsten Videos, so hoffen wir zumindest, sich anschauen werden, ist aber eine fundamentale Geschichte. Wie gesagt, die 90er Jahre, das sind die meisten Fälle, die im Netz kursieren. Gott sei Dank in den Nuller Jahren, in den 10er Jahren und jetzt auch in den 20er Jahren hat sich diese Welt gravierend verändert. Die Rahmengesetzgebung hat sich verbessert, die Kontrollen wurden verschärft, die gesetzlichen Strafen, die Vorgaben für die Ausbildung bei Vermittlern, all diese Dinge wurden angeregt und nach vorne getrieben, nicht nur von Verbraucherzentralen, Verbraucherschützern, sondern auch aus der Maklerschaft, die wir ja immer schon mit diesen Beratungsprotokollen gearbeitet haben, die wir diese Themen schon immer auch kritisiert haben. Wie gesagt, viele, viele Beteiligte haben hier, vergessen wir auch die Politiker mal nicht, bei allem Politiker-Bashing, was immer durch die Gegend juchtelt, auch die haben ihr Anteil mitgeleistet, dass wir heutzutage eine wesentlich verbraucherfreundliche Rahmenentwicklung haben. Man darf aber nicht vergessen, dass die Dinge, die schnelles Geld abwerfen, die Techniken, die dazu führen, dass man eben halt anderen Leuten ihr Geld aus der Tasche zieht, dass die nicht verschwunden sind. Im Gegenteil, auch die Gegenpartei hat aufgerüstet, hat die eigene Protokollierung verbessert. Und vor diesem Hintergrund sind Sie die wichtigste Person, die ein Totalverlustrisiko abwenden kann. Wenn Sie wachsam sind, wenn Sie an Ihrer eigenen Qualifikation sukzessive arbeiten, bevor Sie Unterschriften leisten, bevor Sie Ihr Geld fremden Menschen anvertrauen. Also an Ihnen liegt es, das bestehende Vermögen zu schützen. Und wenn Sie das tun, ob mit Freunden und Bekannten, ob mit Beratern, Versicherungsvertretern, Versicherungsmaklern, Honorarberatern, Verbraucherschützern. Ihr gutes Geld, wenn Sie es bisher schon zu etwas gebracht haben, beziehungsweise vielleicht auch etwas geerbt haben in diese Richtung, Ihr gutes Geld zu schützen, dem dient diese Staffel. Und wenn wir Ihnen dabei helfen können, wir sind immer für Sie da. In dem Sinne, bis zu den nächsten Videos.